wie Alistair Moody das Auge von Gellert Grindelwald bekam. Das und mehr jetzt in diesem Video. Das heutige Video wird eine kleine Diskussion darüber sein, wie Alistair Mad-Eye Moody sein magisches Auge entwickelt hat. Ich habe mich gefragt, ob Alistair Moodys Auge und das von Gellert Grindelwald nicht irgendeine Art von Ähnlichkeit haben. Heute plane ich, die beiden miteinander zu verbinden und herauszufinden, wie Grindelwald ursprünglich in den Besitz kam, wie er es verlor und wie es schließlich bei Alistair Mad-Eye Moody landete. Also, es wird ein ziemlich theoretisches Video werden, denn es gibt wenig bis gar keine Informationen zu diesem Thema und J.K. Rowling hat immer noch nicht wirklich Licht ins Dunkel gebracht. Also, Gellert Grindelwald hat tatsächlich zwei verschiedenfarbige Augen. Unter normalen Umständen oder bei einem anderen Individuum würdet ihr wahrscheinlich denken, dass dies auf eine Eigenschaft namens Heterochromie zurückzuführen ist, was das Vorhandensein von zwei verschiedenfarbigen Augen bei einem Menschen bedeutet. Doch da wir uns in der Zaubererwelt befinden, müssen seine Augen aus einem besonderen Grund anders sein. Vielleicht ist dies auf magischen Einfluss zurückzuführen. Wenn wir jedoch außerhalb der magischen Welt schauen, scheint es, als hätte Grindelwald entweder ein Auge im Kampf verloren oder es physisch entfernt. Aber warum sollte er so etwas tun? Nun, es muss ein ganz besonderes Auge sein, damit er so etwas tun würde. Einige argumentieren vielleicht, dass sein Auge nicht magisch war, sondern einfach eine andere Farbe hatte, was höchstwahrscheinlich von der Eigenschaft herrührt, die ich erwähnt habe. Ich bin mir bewusst, dass dies wahrscheinlich der Gedankengang ist, mit dem die meisten von euch beginnen werden, und das ist völlig in Ordnung, da wir es auch nicht wirklich wissen. Ich werde einfach annehmen, dass er es sich selbst entfernt hat, aber ihr könnt wählen, welche Version dieser Geschichte ihr bevorzugt. Das Wichtigste ist zu beachten, dass für den Zweck dieses Videos, ob er ein magisches Auge hat oder nicht, alles rein theoretisch ist. Zumindest bis auf die Tatsache, dass es sowieso kein normales Auge ist. Danach werde ich erläutern, wie meiner Meinung nach die Verbindung zu Mad-Eye Moody entstand. Nun, lasst uns zu der Theorie kommen, die ich gefunden habe, wie Grindelwald überhaupt das Auge bekommen hat. Denn wie wir wissen, war er ein Zauberer, der an Mythen glaubte. Da die Geschichte von allem Mythologischen irgendwo beginnen muss, muss es eine Wahrheit zu ihrem Ursprung geben. Im Laufe der Zeit wurde viel übertrieben, insbesondere bei den Heiligtümern des Todes. Sie waren so lange von niemandem gesehen worden, dass ein großes Fragezeichen hinter ihrer Existenz stand. Grindelwald jedoch glaubte nicht nur fest an ihre Echtheit, sondern setzte seinen gesamten Plan zur Weltherrschaft darauf, sie zu finden und für seine Ziele zu nutzen. Ein mythologisches Artefakt, das in diesem Zusammenhang interessant ist, ist das Auge des Odin, das für die Welt verloren gegangen ist. Es wird gesagt, dass Odin sein Auge geopfert hat, um im Gegenzug eine heiligere Ebene der Weisheit zu erlangen. Es gibt viele Interpretationen darüber, was das Auge für den Träger bedeutet. Aber mein Favorit und diejenige, die am ehesten zu dieser Theorie passt, ist, dass derjenige, der das Auge von Odin trägt, eine göttliche Wahrnehmung der Zukunft hat. Und welche zusätzliche Kraft besaß Gellert Grindelwald? Ihr habt es bereits erraten, er war ein Seher. Ich glaube, dass Grindelwalds Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, aus dem Auge von Odin stammte, kombiniert mit seiner natürlichen Veranlagung, Vorhersagen zu kanalisieren. Ein Seher kann nicht immer spontan Vorhersagen treffen. Ich denke, das Auge, das Grindelwald es ermöglichte, die Unberechenbarkeit seiner eigenen Vorhersagen zu mildern. Obwohl es magisch war, erlaubte es ihm, durch Wände zu sehen, in unglaublich weit entfernte Winkel zu zoomen und sogar durch Unsichtbarkeit hindurchzusehen oder sich zu drehen, wenn er wollte. Ich denke, Grindelwald wollte nicht zu viel Aufmerksamkeit mit dem Auge auf sich ziehen, besonders wegen der tatsächlichen Macht des Auges und dessen Bedeutung. Beim berühmten Duell zwischen Grindelwald und Dumbledore, das mehr als 3 Stunden dauerte, ist es eine lange Zeit, um sich in einem Kampf zu befinden, bei dem man ständig Angriffen ausweichen, verteidigen und gleichzeitig nach Möglichkeiten suchen muss, einen scheinbar unbesiegbaren Gegner zu besiegen. Man stelle sich vor, wie anstrengend es sein muss, sich 3 Stunden lang einem solchen Duell zu stellen, während man die ganze Zeit über versucht herauszufinden, wie man am besten gegen einen vermeintlich überlegenen Gegner vorgehen kann. Letztendlich war Dumbledore im Kampf siegreich, und wie wir wissen, wurde er dadurch zum neuen Meister des Elderstabs, das ersten der legendären Heiligtümer des Todes, das gefunden wurde. Nach seiner Gefangennahme wurde Grindelwald sein magisches Auge von Dumbledore abgenommen und für einige Zeit aufbewahrt. Obwohl Dumbledore wenig Verwendung dafür hatte, kannte er die Macht, die es besaß und was es tun konnte.
Es ist offensichtlich, dass das Auge ein Unikat war, ein äußerst seltenes Stück Magie, wie ich glaube. Dumbledore behielt es einige Jahre lang, bis die Zeit kam, in der er es weitergeben konnte. Dieser Mann war Alistair Moody, dem er es gab, einer der größten Auroren aller Zeiten und von einigen als unübertroffen angesehen. Von ihm hatte er alles: Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Wissen und unübertroffene Duellierkunst. Unglaublich, er war verantwortlich für die Hälfte der Zellen von Azkaban mit Todessern und Kriminellen während des ersten Zaubererkrieges. Er verlor ein Auge und ein Bein und trug zahlreiche Narben von den Schlägen der dunklen Magie davon. Nachdem er das magische Auge von Dumbledore erhalten hatte, wurde er zu einem noch mächtigeren Auror. Mit diesem Auge konnte er in alle Richtungen sehen: nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und sogar durch den Hinterkopf. Es half ihm, Angriffe besser zu erkennen und verschaffte ihm eine Sicht, die die herkömmliche Dimension übertraf. Interessanterweise besaß Moodys Auge sogar die Fähigkeit, durch Harry Potters Unsichtbarkeitsumhang zu sehen, der seinem Besitzer angeblich wahre Unsichtbarkeit verlieh. Es ist jedoch möglich, dass diese besondere Fähigkeit des Auges generationenlang inaktiv blieb, da das Wissen über die Heiligtümer des Todes bestenfalls spärlich ist und erst aktiviert wurde, als Harry die wahre Macht seines Erbstückes erkannte. Es ist möglich, dass der Umhang selbst nicht unbedingt mächtiger war als andere seiner Art, obwohl seine Magie zweifellos widerstandsfähiger schien und seine Kräfte in der Legende möglicherweise auch irgendwie ein bisschen übertrieben wurden. Diese Überlegung könnte durch andere Ereignisse gestützt werden, wie zum Beispiel als Albus Dumbledore Harry durch den Umhang sehen konnte, während er lautlos einen Momentum Revelio-Zauber wirkte. Auch wurde Harrys Symbol auf der Karte des Rumtreibers angezeigt, was die wahre Macht der Heiligtümer des Todes ein bisschen in Frage stellt. Oder es könnte einfach sein, dass das Auge selbst nicht so unglaublich mächtig war. Jetzt nochmal ein kleines Fazit. Die Theorie besagt, dass Grindelwald das Auge Odins besessen hat und dadurch Weisheit und Macht erlangte. Natürlich zusätzlich zu seiner natürlichen Begabung und Intelligenz. Dies hat ihm wahrscheinlich auch gut geholfen auf seinem Weg. Letztendlich wurde aber nichts aus seinem Plan und Dumbledore besiegte ihn und nahm das Auge an sich. Dumbledore gab das Auge dann letztendlich Mad-Eye Moody, um ihn bei der Verbrechensbekämpfung zu unterstützen, weil er dachte, es sei das Beste für die Welt der Zauberer. Jedenfalls, wie ich schon sagte, dieses Video ist ziemlich theoretisch, aber ich hoffe, es regt ein paar gute Diskussionen und ein paar Denkanstöße bei euch an. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.